Der Hamburger SV scheint für sein Debüt in der Champions League gegen Juventus Turin gut gerüstet. Die heutige Generalprobe beim VfL Bochum erledigten die Hanseaten souverän, erzielten durch Niko Kovac die Führung Mitte der ersten Halbzeit. Bochums Schlussmann Van Dijnhoven machte nicht gerade eine glückliche Figur in dieser Situation. Die Partie schien bereits nach dem 0:2 durch den ehemaligen Bochumer Madavikia zugunsten des HSV entschieden, zumal der Aufsteiger mehr als eine Stunde in Unterzahl agieren musste. Peter Peschel hatte kurz zuvor wegen wiederholten Foulspiels die gelb-rote Karte gesehen. Mit einem Doppelschlag nach dem Seitenwechsel versetzte Sergej Barbares den Bochumern dann den endgültigen K.O. Zunächst markierte er das 0:3 nach 56 Minuten, um nur 4 Minuten später mit seinem dritten Saisontreffer das 0:4 zu erzielen. Während der HSV seinen Weg in die obere Tabellenregion nach diesem Erfolg fortsetzt, geht Bochum nach der dritten Niederlage in Folge schweren Zeiten entgegen.